Zur professionellen Förderung des Fußballnachwuchses braucht es mehr als nur das sportliche Umfeld. Vor allem im medizinischen Bereich ist eine optimale Betreuung erforderlich. Um eine umfassende medizinische Analyse gewährleisten zu können, wird das Nachwuchsleistungszentrum von zahlreichen Partnern unterstützt. Einer dieser Partner ist die EKF Diagnostik GmbH. Die Firma mit Sitz in Barleben ist langjähriger Partner des NLZ. Ja, wir wollten einfach Jugendarbeit fördern und über den Herrn Martini ist der erste FCM an uns herangetreten und wir haben gesagt, gut, das ist eine Mannschaft, die Potenzial hat. Und wir sind im Bereich Leistungsdiagnostik tätig und da bietet sich das dann einfach an. Leistungsdiagnostik, gerade in der Arbeit des NLZ, unverzichtbar bei der gezielten Förderung. Wenn man an den Nachwuchs denkt im Leistungsfußball. Der Nachwuchs im Breitenfußball braucht das sicherlich nicht. Aber wenn man hier die Ansprüche sieht, Regionalliga, Hinblick Bundesliga, muss das sein. Und wir sehen auch die Spieler, wenn wir diese Trainingszonen genau bestimmen, trainieren wir sehr viel effektiver. Wir vermeiden vor allem auch Überbelastung. Sebastian Hay und Erik Gründemann aus der C-Jugend des 1. FC Magdeburgs unterwegs auf dem Laufband. In verschiedenen Stufen von 12 bis 18 km/h wird ihre Leistungsfähigkeit geprüft. Jeweils nach 3 Minuten wird dann der Laktatwert gemessen. Hier wird der Laktattest durchgeführt in Form eines Stufentestes. Das heißt, die Leistungsfähigkeit und die Fitness des Spielers wird überprüft. Und es wird festgestellt, wo die anaerobe Schwelle ist. Das heißt, bei welcher Belastung er eigentlich dann in den Zustand kommt, wo er nicht mehr so leistungsfähig ist. Also Laktat ist letztlich ein Stoffwechselendprodukt, das entsteht, wenn man sich sehr belastet. Und bei moderaten Belastungen baut sich der Laktatspiegel auf, bis zu einem bestimmten Punkt, bis der Körper ihn nicht mehr abbauen kann. Bei den Jungs ist es anders als bei uns Nicht-Leistungssportlern etwas nach oben verschoben, aber auch bei denen ist irgendwo eine Grenze erreicht. Und das heißt, das Laktat kumuliert sich irgendwann und man sieht so eine Art Kurve, die dann sehr stark ansteigt. Umso später die Kurve nach oben geht, umso fitter sind die Jungs. Und gleichzeitig kann man auch davon sehr gut ableiten, wie ich eben gesagt habe, in welchen Bereichen man trainieren muss, um eben diese Verschiebung hinzubekommen. Bei unseren beiden Probanden stimmen die Werte. Vorhin hat man einen Wert von 6,6 zum Schluss. Wie kann man den einordnen? Bei der letzten Stufe eigentlich ein sehr guter Wert, gerade weil der Spieler gerade eben ein sehr großer, schwerer Spieler ist. Und auch jetzt eine Wachstumsphase hinter sich hatte. Das ist auch in der C-Jugend immer sehr schwierig. Und es ist natürlich ein Bereich, wo man schon anfängt, sauer zu werden, aber da haben die Jungs eine relativ hohe Toleranz. Und entscheidend für uns sind so die 4 Millimol-Grenze etwa. Da gucken wir, wie viel Meter pro Sekunde schaffen die Jungs bei diesem Wert und war bei ihm jetzt gerade eben exzellent. Der Test ist die Grundlage für das Training der Spieler. Der Schnelltester entwickelt von EKF gibt dem Trainer wichtige Hinweise zur gezielten Förderung von Spielern. Ein wichtiger Baustein in der Nachwuchsarbeit des 1. FC Magdeburg.